Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. Das 19. Plakat eben in Thüringen. Ich denke mal, diese knapp 25.000 Liter Diesel dürfte immer reichen. Und dann fahren wir gleich mal den Fan tanken. Und Ende. Deckel zu. Ne, das ist ja, teuer, ist nicht ein Problem, aber wie gesagt, die müssen da was tun. Auf zum Richtung Fendt, der ist nämlich, dann können wir Rest den Hoftrottel eingeben. Das ist nämlich das Flügenwolf, ne? Aktuell zwar Schnee aktuell. Aufwärtig liegen bleibt. Hoffe ich jedenfalls. Ne? Kann man hier nicht ausschließen. Wenn plötzlich Wachstum durchgeht, dann kann auch Schnee plötzlich liegen. Ne? Also Wachstum, so ist das so ähnlich programmiert, denke ich mal. Ne? Wenn Wachstum durchgeht, dann liegt plötzlich irgendwo Schnee. Ne? Also, ungünstige Flügen, ne? Ich wollte noch Feld Nummer 10. Ah, wollte ich nicht beiseite fahren. Ich wollte Feld 10 noch düngen. Aber ich komme zu nichts. Wir müssen den Fan auftanken. Das Flügen dauert sonst immer so lange, wenn der Auto sich stehen bleibt, ne? Das ist schlecht. Fahren wir ganz schnell dahin. Wir machen das mal. Ach, jetzt fällt Regen. Gott sei Dank Regen. Und kein Schnee. Ich habe schon Angst gehabt. Oh, das wäre äußerst schlecht, wenn wir jetzt auch noch weiß wären. Ich mag ja Winter und so, ne? Aber wenn es um Arbeiten geht, ist hier ungünstig, ne? Die Bäume haben wir jetzt zurückbekommen. Hoffen wir jetzt, dass keine V4 kommt, ne? Dann können wir auch nichts tun, ne? Obwohl wiederum, ich sag mal so, die V2 war auch glaube ich ein Jahr alt. Und dann in einem Jahr sollte dann schon alles, ja, 22 oder wie heißt, dann kommen, ne? Das wäre dann sinnvoll. Was dann alles kommt, weiß man nicht, ne? Und dann wünsche ich mir im Prinzip, dass Kursplay und Autodrive fix verbaut sind, ne? Und Wetter vor allen Dingen. Die drei Sachen, die zum einem normalen Leben dazugehören, soll es geben oder Angestellte halt, ne? Aber das ist, naja, ich sag mal so, eine Karte mit eckigen Feldern macht vielleicht ganz gut zu berechnen sein, aber sobald die Felder grundsätzlich überall verschieden sind, dann ist so eine, wird schwierig, denke ich mal, dass man hinkriegen könnte, ne? Weiß ich gar nicht, wie das alles programmiert wird, aber wie gesagt, das ist, wenn die Felder verschieden groß sind, kann man das nicht auf. Oh, hier sind Fußgänger unterwegs. Gab es hier früher auch schon? Das ist aber nie aufgefallen. Ich glaube, die gab es früher nicht. Aber egal, wir müssen zum Fan fahren. Ja, FPS habe ich gerade eingeschaltet. Mal gucken, wie es aussieht. Weil ab und zu mal ruckelt ein bisschen, aber ich denke mal, das ist normal. Wegen Nachladen der Umgebung. Ich denke mal, Schredderkäse muss nach und nach erneuert werden. Weil auch einiges anders ist als früher. Viele Gebäude sind woanders und das muss ich erst einspielen. Ja, bisschen schlecht geflügt, aber ich sag mal so. Ja. Was soll's, ne? Ach hier. Muss ich mal deaktivieren, diesen Modus hier. Hab da eigentlich nicht zu viel gemacht. Ja, nacharbeiten muss ich machen, das ist das eigentliche Problem, ne? Muss man den Rechner neu starten, der geht ganz schön hoch und Prozessor heißt man. Oh, hier ist er denn? Ich hab. Fahren wir rüber, gleich rüber zum Traktor. Wo ist der Fan? Der ist gerade vor der Nase. Dann können wir gleich mal einen anderen Modus deaktivieren. Wir müssen da ein Stückchen vorausfahren. Dann werden wir gleich mal das entsprechend aktivieren, deaktivieren. Dann werden wir gleich mal den Ruder übernehmen.
Die Schwester ist ja. So. Lassen. Und dann mal gucken hier. Das war F5. So, dann gehen wir gerade weiter. V. Wir fliegen ja weiter. Der Tank war ja fast leer. Mal sehen, ob er jetzt tankt. Nee. Ja, auch nicht. Bin mir nicht ganz sicher, ob hier ein Punkt geht zum Abtanken. Also. Wäre ganz gut. Und wenn nicht. Der Flug ruckelt ein bisschen. Na, tank nicht nach. Schlecht. Jetzt nicht, auch nicht. Muss ich mal ganz kurz. F1. Kann man aber. Haben wir es ja mal, ne? Dass wir dadurch was sehen. Ohne R drücken normalerweise, aber. Sonst müssen wir kurz Deckel öffnen. Verregen zwar nicht klug, aber gut, was soll's, ne? C. N. LKW auffüllen, das geht. So. Faktor auffüllen, na, das klappt doch. Oh, ganz schnell. War aber viel eingefüllt, du. Aber der Fendt ist voll. Und kann er weiterarbeiten. Oder sie. Der Helfer ist immer verschieden, ne? Mal Frau, mal Mann. Aber ist egal, Hauptsache wird gearbeitet. Aktuell bin ich das. So. Und jetzt gehen wir mal. Weiter, weiter arbeiten oder sie? Keine Ahnung. Ich. Ne, Feldmodus wäre wichtig, sonst war das nichts. Dann fällt den Kurs nur ab und davon haben wir nichts. Können wir da deaktivieren? Ich bin wirklich in kleinen Ecken, kann ich leben. Ich werde nicht alles schaffen, mal nachzuarbeiten. Ist leider so. So. Und einstellen. Dann fahren wir den Restdiesel nach in Richtung Hof. Anfangs macht er ein bisschen mehr wie eine Kurvenüberlappung. Ist okay. Auf geht's. Der muss ja auch noch weggefahren werden. C, in Ansicht. Gut. Fahren wir Richtung Hof. Zeit, haben wir noch gut. So, kann der mal arbeiten. Wir machen die Hoftankstelle voll.
Und dann können wir... Oh, das ist verkehrte Ecke. Das ist ein Umweg, denke ich mal. So, das ist Folge Nummer 5. Das mache ich heute noch fertig, damit ich morgen Vormittag in aller Ruhe bearbeiten kann. Das ist ja, muss ja auch sein. Und wir haben heute, jetzt zum Wochenende einen Tag mehr frei. Aufgrund vom Feiertag am Dienstag. Das ist sehr gut. Und dann muss mir Feld 10 gedüngt werden, also auch noch das nächste. Also viel Arbeit. Einer von den Flügen, der ja, von Feld 38, der kann dann Feld 10 düngen, flügen. Aber sieht gut aus, wir haben schon gut geschafft. War nicht perfekt geflügt, sagen wir so, ne? Aber nicht. Aber dafür reicht's, ne? Also. Aber meistens eh nochmal geflügt werden. Vielleicht kaufe ich auch so eine Art Gruppe, der auch flügen kann. Der macht ein bisschen andere Arbeitsbreiten. Und vielleicht ein bisschen genauer. Ja, hier ist das Sägewerk. Ob ich das nutzen werde, glaube ich auch noch nicht. Vielleicht zum Winter. Also zum Winter kann ich durchaus sein. Kann ich mir vorstellen, dass ich da mache. Der Drucker meldet sich gerade. Geht sich gerade im Pausenmodus oder schaltet sich aus. Gerade erschrocken, weil die gerade so knistert hier. Hört ihr vielleicht nicht, aber ich habe das gehört. Irgendwas knistert in meiner Umgebung. Und ich weiß nicht, woher kommt. Erstmal Spanisch. Mal gucken. Gucken, wo ist es? Wo mir nichts sein könnte, was ihm knistern könnte, ne? Aber man weiß ja nie. So, Hoftankstelle volltanken. Ja, dann muss ich gleich mal den. Ja, Förderbahn für den Mist wieder klar machen und dann das wieder aufstellen. Dafür da mal täglich eine Fuhre in die BGH fahren können, ne? Ein bisschen Geld verdienen. Aber anfangs verdienen wir nicht viel. Wenn ich das so mal angucke, für Silage kann man ganz gut mehr noch finanzieren. Aber mal schauen. Hier ist die Tankstelle. So. Das eins. Da gehe ich auch voll nicht. Das wäre ungünstig. Und ich wollte hier die Tankstelle auffüllen. Lohnzahlung, ja, das ist gleich ein Problem. Gucken nach. LKW. Den wollen wir nicht aufhören. Die Rohre sind allgemein zu tief, aber das ist aber ein Standardkader außer. Hier ist das Kalklager links. Da haben wir nichts gekauft. Kalk können wir übrigens kaufen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das auffüllen soll. Füllung starten.
Gehen wir auf G. Alle wäre Eisen abladen, ne? So kommt ja auch so ein Symbol, I und so was, ne? Zum Abladen. Eigentlich zumachen. Und am Heck muss man normalerweise abladen. Eigentlich. Oder kommt man den Anhänger nicht klar. Das könnte auch sein. Drei. Noch fünf. Aber da gibt es ja so eine Trigger, ne? Also viele kennen sich mit aus, ich nicht. Da muss ich mal versuchen, einen anderen Anhänger, aber wie gesagt, ist. Da könnte einer sein. Da ist so ein kleiner Punkt. Da ist auch so ein Zapfsäule zu sehen. Gut, machen wir aus und sprint erst total und dann fahren wir da mal ran. Die Tankstelle will ich hier nicht mehr aufbauen, die ich vorher hier hatte. Dafür haben wir eine Hochschaltstelle, ne? Vielleicht können wir irgendwo was herstellen über den globalen Markt, wenn es funktioniert. Ja, wenn das nicht geht, dann müssen wir halt. So, N. LKW auffüllen, das wollen wir nicht. Und da ist so ein Anschluss. Vielleicht ist das auch hier. Dass ich da einen Schlauch hinbringen muss. Hier ist ja so ein Anschluss, ne? Ob das aber hier mit dem funktioniert, das bezweifle ich mal, ne? Update aufheben. Oder ist der LKW? Weil der hat sowas nicht, okay. Dann lass ihn mal hier stehen. Und nutze ihn mal als Tankstelle zur Zeit. Geht ja auch. Vielleicht muss ich ja. Anderen Wagen nehmen, mal sehen. Mal kurz aufmachen. LKW auffüllen geht. Aber das wollen wir ja nicht, ne? Der ist ja voll. Gut, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, dann mal gucken, ob mein Anhänger finden für Kalkohlen. Obwohl wir eben ein paar groß haben müssen mit dem Traktor, ne? Ne? Das ist aber tschüss, ciao. Werde ich mal den Saatgut herbringen und dann vielleicht auch Düngerwolle fahren. Bis gleich und tschüss. Bis dann und vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.